Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich mache noch ein bisschen an der Werkbank weiter. Wie gesagt, ganz fertigstellen kann ich sie nicht. Ich werde jetzt unten erstmal noch diese unteren Böden reinmachen, wo ich dann nachher aufbauend irgendwie noch vielleicht Schubladen reinbaue oder auch einfach offen lasse für irgendwelche Sachen reinzustellen. Auf jeden Fall bringt das Ganze wieder ein bisschen mehr Gewicht. Das Ganze wird auch noch fahrbar werden. Und da muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache. Ich habe verschiedene Lösungsansätze. Diese absenkbaren Rollen, die man fertig kaufen kann, die sind mir einfach zu teuer. Ich habe da keine Lust, irgendwie 60 oder 80 Euro für auszugeben, für ein paar Rollen. Und mein Vater, der hat hier im Keller noch jede Menge Rollen da. Und da werde ich mir irgendeine Lösung einfallen lassen, um das Ganze absenkbar bzw. aufbockbar zu machen, damit ich die Werkbank ein bisschen hier durch den Keller fahren kann. Zuerst mal werde ich hier die Sachen zuschneiden. Und das mache ich wieder im Zeitraffer, weil das interessiert, glaube ich, nicht so die große weite Welt, wie man irgendwelche Platten zuschneidet. Eine Sache habe ich noch. Ich wurde des Öfteren gefragt, welche Tischkreissäge denn jetzt hier reinkommt in den Tisch. Ich schwanke noch zwischen der Bosch GTX 10 XC oder der DEWALT 7492. Ich tendiere eigentlich eher zu der 7492 von DEWALT, weil die mir einen wesentlich solideren Eindruck macht. Die hat zwar den Schiebeschlitten nicht, aber da gibt es auch andere Lösungen, die man da entsprechend machen kann. Okay, jetzt geht's erstmal los mit Anzeichnen und Zusägen der Platten. Ja, ich habe Post bekommen aus Österreich. Dann wollen wir mal gucken, was da drin ist. Tja, das ist ein wunderschönes Schneidbrett. Das habe ich vom lieben Christian bekommen, von Colorbot in Österreich. Und das bekommt jetzt einen Ehrenplatz hier bei uns in der Küche. Tja, lieber Christian, vielen, vielen Dank. Das Brett bekommt jetzt einen schönen Ehrenplatz bei uns und das wird auch benutzt. Und ich hatte hier dieses Kunststoffbrett. Aber das ist nicht mehr so schön. Und da macht sich doch das neue Brett wesentlich besser. Das alte Brett wird ausrangiert. Und ja, der Colorwood-Aufkleber kommt natürlich bei mir auf die Stickerwall.
Lieber Christian, vielen, vielen Dank. Und für alle anderen, schaut einfach mal auf die Seite von Christian, colorwood.at. Ich werde die Seite auch nochmal unten verlinken. Der Christian, der macht ganz, ganz tolle Tische mit Epoxidharz. Schaut einfach mal rein. Mit Sicherheit ist da auch für euch was dabei. Ja, und hier ist der Sticker von Colorwood, vom lieben Christian, den er mir geschickt hat. Und der kommt natürlich schön an die Stickerwall. Da bekommt der Sticker einen Ehrenplatz. So, mal gucken. Na. Christian, Verbesserungsvorschlag. Man kriegt die... Ah, hier hinten. Alles gut, hat sich erledigt. So. Colorwood. Die Seite von Colorwood verlinke ich nochmal. Und schaut mal rein, der baut richtig tolle Sachen. Der baut Schneidbretter, der baut Tische und vor allen Dingen mit Epoxidharz. Er macht tolle Sachen, der Christian. Schaut mal rein. Ein paar Halter habe ich noch gebaut für die Maulschlüssel und für die Ringschlüssel. Sowie für Pfeilen. Bei den Schlüsseln habe ich darauf geachtet, dass die gängigsten Schlüssel, so 17, 19, 13er, dass die doppelt vorhanden sind. Genauso bei den Ringschlüsseln, da habe ich die 17, 19er und 13er, die habe ich doppelt. Ja, und noch einen für die Sägen. Tja, mit den Schellen warte ich dann wieder mal auf die Öffnung der Baumärkte. Ja, wunderbar, die Baumärkte haben wieder offen. Jetzt konnte ich endlich mal ein paar Sachen holen, um die Unterverteilung fertig zu machen. Da gebe ich mich jetzt direkt dran. Ja, ich habe ganz vergessen, ich habe mir im Baumarkt so eine Akkuleuchte geholt. Die brauche ich gleich, wenn ich im Zählerschrank den Strom abschalten muss. Und dann werden wir die mal direkt aufladen. Ja, natürlich brauchen wir da jetzt ein USB. Ja, wie so oft, Bedienungsanleitung lesen hilft. Ich weiß nämlich nicht, wo der USB-Stecker reinkommt. Schauen wir mal. So, dann werden wir das gute Stück direkt mal laden.
Augen auf beim Einkauf. Das ist natürlich die falsche Leiste. Also müssen wir das Ganze wieder umtauschen. Aber egal. Fertig. Jetzt habe ich hier jede Menge Stromkreise separat abgesichert. Die Bohrmaschine läuft. Ja, alle Steckdosen sind separat abgesichert. Und über dem Arbeitstisch habe ich eine hängende Steckdose, so dass ich da auf dem Tisch jede Menge Sachen einstecken kann. Also, Projekt Strom abgeschlossen vorerst. Jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen Ordnung machen. Sieht ja fürchterlich aus hier. Zum Schluss kommt heute noch ein kleines Mini-Projekt. Ich muss noch einen French-Lead-Halter bauen für meine ganzen Messinstrumente, also Messgeräte, Zollstock, Winkel. Und da fange ich jetzt mit an.
Ja, man hätte das Ganze auch schöner machen können, aber man darf nicht vergessen, wir sind hier in einer Werkstatt und nicht in einem Wohnzimmer. Natürlich hätte ich da auch Holzdübel reinmachen können statt der Schrauben. Aber ich bin mit den Schrauben natürlich auch wesentlich flexibler. Wenn mal sich irgendwas ändert, dann drehe ich die Schrauben raus und drehe neue wieder rein oder an einer anderen Stelle. Und von daher denke ich, das reicht aus. Jedenfalls mir reicht es aus. Ja, heute habe ich nicht so viel geschafft. Ich habe lediglich aufgeräumt, die Werkstatt. Ich habe noch zwei Halter gebaut für Messzeuge, für Zollstöcke, für die ganzen Winkel, Mittenfinder. Und auf der anderen Seite habe ich auch noch einen gemacht für Messzeuge, für Schiebleeren und auch Winkel für die Metallecke. Was ich halt gemacht habe, ich habe jetzt mal den Strom hier fertiggestellt, aufgrund dessen, dass die Baumärkte wieder aufhaben, konnte ich ein bisschen Elektromaterial einkaufen. Ich habe hier eine Unterverteilung installiert und jetzt bin ich halt fertig mit dem ganzen Stromgedöns hier. Ja, jetzt ganz langsam losgehen mit irgendwelchen vernünftigen Projekten. Da ist noch ganz viel in der Warteschleife. Aufgeräumt werden muss auch noch ein bisschen hier das Regal. Da ist noch jede Menge Luft nach oben, wo man noch gescheit aufräumen kann. Da sind noch jede Menge unsortierte Schrauben, die in das Schraubenregal hinter mir einsortiert werden. Da muss ich auch noch die Aufkleber für drucken. Ein paar habe ich ja schon gemacht und das mache ich immer so nach und nach, wenn ich wieder welche gefunden habe, welche Schrauben, welche ich da einsortieren kann. Ja, ich darf mich bei allen Abonnenten und Zuschauern bedanken. Bleibt mir treu und wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Einfach hier unten auf den Abo-Button drücken und demnächst kommen mal vernünftige Projekte. Dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.